Servus, liebe Freunde. Ja, heute mal ein ganz anderes Video aus aktuellstem Anlass, denn ein guter Zuschauer von mir, der Peter, ist nach Westbridge Hills gezogen und hat da vorher noch irgendwas modifiziert. Jetzt habe ich mich schon überlegt, was ist denn das gewesen? Da hat er mir was geschrieben, da habe ich mal geschaut und Giants, dafür vielen, 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 vielen Dank. Ihr habt euch die Wünsche eurer Spieler hier zu Herzen genommen und habt etwas ganz Tolles verändert. Ich bin da richtig froh drüber. Es ist richtig toll geworden, denn schaut mal an, das Gras. Das Gras. Ja, es ist etwas grüner geworden. Nun kann man sich echt vorstellen, dass das hier Gras ist. Unglaublich, ne? Vorher war das alles dieses knalldürre Gelb und jetzt sieht das doch richtig gut aus hier. Das ist doch mal richtig toll. Um euch das jetzt nochmal so richtig schön zu zeigen, mache ich jetzt mal vor einem alles. Das hier. Ich kaufe mal eine Bienenzucht und jetzt kann ich euch hier schön im Flug mal zeigen. Alles grün und richtig abwechslungsreich. Also man kann jetzt ganz deutlich erkennen, das soll auch Gras sein. Das sieht richtig schön natürlich aus. Es ist ganz toll geworden hier. Man kann auch hier ganz toll die Unterscheidung sehen zwischen den einzelnen Gräsern, Rändern, hier den einzelnen Feldern. Ist es richtig klasse. Ich möchte mich dafür nur einfach ganz, ganz herzlich bedanken. Schön, dass ihr da reagiert habt. Und ich werde jetzt vor lauter Freude hier mal mitten in die frische Natur eine Bienenzucht stellen. Es hat mir so toll hier Spaß gemacht und gefallen. Jetzt ist alles wieder grün. Es ist wunderbar. Ja. Das will ich mir jetzt auch noch einmal ganz schnell irgendwo von einem leicht erhöhten Punkt angucken. Oh, da ist ein schöner Fels. Hier ist das nicht schön saftig jetzt, hä? Also, ganz kurze Info. Es gibt nämlich ein Patch, ein Update von Giants. Und da wird entsprechend hier das Gras richtig schön grün. Nämlich der Patch 1.0.4. Der Download-Link dazu, den stelle ich euch natürlich hier in die Beschreibung des Videos rein. Und ladet ihn runter, hat gute 400 MB, ist also nicht ganz so groß, lässt sich auch unter Windows 7 problemlos installieren. Es wurden auch noch ein paar andere Sachen gefixt. So die Farben der Türen von dem Truck wurden geändert. Es wurden 1-2 Drehmomentprobleme geändert, die Texturen bei einigen Case-Produkten wurden etwas abgewertet und aufgewertet, so, und jetzt habe ich das schön vermischt, der klingt dann gleich wieder peinlich, ne? Jedenfalls, also nochmal, vielen Dank an Giants, da hinten könnt ihr es wunderbar sehen, so hinter dem, ja, hinter der Scheune da, es ist ein ganz toller Kontrast jetzt da, man kann erkennen, Gras ist grün, Feld ist braun, da können die Spieler richtig schauen. So macht das Spaß, macht weiter so Giants, vielen Dank, wie gesagt, Download-Link ist in der Beschreibung und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, viel Spaß beim Anschauen meiner Videos. Bis dahin, Servus und Tschüss.